So, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Rush Royale Video auf dem Kanal der Taker. Ja, fangen wir mal wieder an hier mit den Supportern des Tages. Es werden der Crazy Cut, Parrot, Meteor, Kangaroo, Support vom Hasi Bob, vielen lieben Dank. Dann der KL2707, Küsse dein Herz, vielen lieben Dank. Der Griffin, Magnet Shield und der Deon Lord Tasty, Android, Pässe und Co. müssen her. Vielen lieben Dank, vor 4 Stunden auch wieder mit einem Giveaway dabei. Genau, das würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr euch was kauft über den MyGames Market, dann immer eure Ingame-ID mit dazu schreiben. Dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite zwecks Giveaway. Ja, auf der sicheren Seite sind wir auch, dass wir hier mit 2 Kämpfen den 3. Platz geholt haben. Entspannt, gucken wir mal, was wir da rausbekommen. 5 Staub, naja. Warum nicht? 5 Staub nehmen wir auch mit, oder? Jedes Stückchen Staub lohnt sich. So, hier haben wir auch noch was fertig. Hier können wir wieder umwandeln. Das machen wir auch gleich mal. Wir haben ja gestern die Riding Hood bekommen. Die können wir auf jeden Fall umwandeln, obwohl wir langsam aufpassen müssen. Wir können ja eigentlich warten. Wir haben ja hier 16 Tage Zeit. Wir müssen ja jetzt nicht auf Krampf umwandeln. Nicht, dass wir hier morgen noch ein Kristallangebot bekommen und dann über dem Limit sind und ja, nicht wissen, was wir damit dann aufleveln sollen, beziehungsweise müssten wir dann irgendwas aufleveln, was sich vielleicht nicht so lohnt. Also lassen wir es erstmal dabei. So, was kann man hier? Genau, das holen wir später ab. Demon Hunter Woche habt ihr gestern gesehen, sind wir am Zocken. Ich hoffe, das läuft bei euch auch ganz gut. Wir müssen mal hier im Siegesrausch rein. Ich weiß noch nicht, ob wir das durchziehen. Wir haben sogar Ruhmesticket noch. Okay. Wir gehen einfach mal rein. Let's go. Wir schauen mal, was geht. Kultist. Dryad. Schwerter lassen wir weg. Uiuiui, okay. Wir können hier das erste Talent nehmen, theoretisch. Portal Keeper. Und. Na gut, machen wir es so. Let's go. Was haben wir hier noch? Level 20er. J, J, J. Wollen wir einen J mitnehmen? Wir nehmen J mit. Let's go. Herold des Bösen, Wachstum, genau, und hier nehmen wir angespitzter Speer. Mal gucken, ob das hier was bringt, was wir hier auswählen. Let's go. Der Gegner spielt Demon Hunter. Demon Hunter, gute Karte. So, wo stellen wir auf? Da wäre eigentlich cool fürs J-Feld, ansonsten sind die natürlich am Rand gelandet, natürlich, wo sonst? Hier mal ein bisschen merchen. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich glaube, wir nutzen den hier. Komm, da ist jetzt ein Kultist, wollte ich gerade sagen. Na gut, das sieht gut aus. Der Dreier, den nehmen wir. Eieieiei. Ein Zweier Portal Keeper, um die rauszuziehen, wäre schon nicht schlecht, wa? Das wäre nicht schlecht. Er spielt den Zwielichtjagd Demon Hunter. Das können wir hinkriegen, würde ich sagen. Selbst wenn wir hier ein bisschen komisch spielen. Ja, sehr schön. Noch kein Portal Keeper da gewesen, ne? Ja, so eine Ritterstatue lohnt sich die überhaupt? Vielleicht hier links so hinstellen, dass die ganze Reihe hier gebufft wird. Das könnte man machen. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. Bisher kriegen wir aber keinen Portal Keeper, der uns dabei wahrscheinlich sehr helfen würde. Da ist er doch. Wo wir hier den Dreier haben. Den nehmen wir jetzt erstmal, würde ich sagen. Wir stellen erstmal hier auf, dass wir hier den ersten hier aktivieren. Hat der gerade einen Zauber rübergeworfen? Kapi wollte ich schon fast sagen. Aber wir sind ja nicht im Turnier. So, wir machen mal hier einen auf den. So, perfekt. Lass uns den mal hier hochziehen. Ich würde gerne die Zweier eigentlich benutzen, ne? Machen wir jetzt auch.
Let's go. Noch ein Zweier. Den würde ich eigentlich gerne behalten, den Schreddermeister. Aber dann müssten wir die Ritterstatue wegnehmen. 2-2-2. Ich würde nämlich gerne den hier auf 4 machen. Das passt. So. Könnten das so machen. Dann ziehen wir den Zweier da noch rüber. Ja, das passt. Wartet mal ab. Das wird was. Ah, so natürlich nicht. Der sollte natürlich jetzt nicht zum Dreier werden. Na gut, dann müssen wir den hier wegfressen. Perfekt. So, jetzt haben wir das hier so offen. Das ist okay. Dann ziehen wir den dorthin. Können wir gleich wieder hinpacken. Ritterstatue mal hier oben wegziehen. So, dann sind die mal wenigstens hier aktiviert. Das läuft ganz gut. Das läuft doch ganz gut. Bis auf den Merch hier war es eigentlich ganz okay, muss ich sagen. Ich wollte gerade sagen, jetzt bräuchte man einen 1er Schreddermeister. Damit boosten wir den dort, okay. Ja, das war klar, dass das schnellstmöglich passiert. Aber ich glaube, das reicht. Guck mal, der Zwielichtjäger. Der macht doch langsam schon schlapp, der Kollege. Der kommt leider meistens nicht so weit, tatsächlich. Habe ich auch schon mal ausprobiert im Event, aber das läuft nicht so gut, tatsächlich. So, den nehmen wir hier noch weg. Das sieht doch ganz gut aus. Hätten wir auch hier löschen können. Über den Bonusschaden. Einsteller hat er noch mit am Start. 12er Trickser. Ja, Ausrüstung geht so. Müssen wir wieder den Merch machen. Zack. Kultist. Sehr schön. Kriegt da nichts raus. Wäre es ein Chaos gewesen, wäre es schon vorbei wahrscheinlich. Virus. Den wird er wahrscheinlich auch noch überstehen, oder? Ja, das ist schlecht tatsächlich. Obwohl, geht eigentlich. Wir können den hier machen. Das passt doch. Guck mal. Haben wir einmal getauscht. Perfekt. Einmal durchgetauscht. Jetzt wird es schon langsam ein bisschen kritischer hier sogar. Gar nicht mehr so eindeutig, so zack. Ein Upgrade kriegen wir noch vom Schreddermeister. Der geht so auf 4 hier hoch. Naja, vielleicht um den Virus gleich zu reinigen, wer weiß. Vielleicht hilft es uns sogar noch. Eieiei. Ich glaube, die nächste Wave wird die entscheidende werden. Jawohl. Ah, schade. Aber vielleicht können wir trotzdem hiermit gleich was machen. Na gut, den hier können wir halt nicht reinigen, ne? Das ist das Einzige. Schwierig. Ich frag mich, wie er jetzt gerade dahin gehen konnte. Okay. Oh, der rennt sogar rein mit 31k. Oh mein Gott.
Jetzt müssen wir halt zusehen, ne? Dass wir die Ausstellung nicht jetzt zerreißen. Wir müssen den jetzt wieder hinstellen, auf jeden Fall. Wenn der Virus jetzt noch da ein bisschen am Wirken ist, dann ist es halt so. Können wir jetzt nichts ändern dran. Aber es sieht doch ganz gut aus, würde ich sagen. Das Ding ist gelaufen. Ja. Eidgenossen. Let's go. 300 Punkte für uns. Und weil es so schön war, hauen wir noch die Ruhmestickets weg. Let's go. Jetzt vielleicht eine Klinge hier am besten. Na, da ist sie doch. Die gute Klingentänzerin. Klinge Uhr. Habe ich auch noch nicht gespielt, aber let's go. Schwert hätte man auch nehmen können. Hier brauchen wir auf jeden Fall den Portal Keeper und... Boah. Das ist alles nicht so gut. Beschwörer. Eieiei. Rechte Talent auf jeden Fall. Wachstum und verbesserte Beschwörung, das passt. Mal schauen. Mal schauen, was der Gegner ausgewählt hat. Einen Mönch. Mal schauen. Da haben wir schon mal ordentlich Blüten gesammelt. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut sogar. Uhren, wollte ich gerade sagen, sind jetzt nicht ganz so geil oder ganz so wichtig. Vielleicht können wir so, ja, eine hier so mittig vielleicht hochboosten. Warum nicht? Aber an und für sich brauchen wir eigentlich die nicht unbedingt in dem Deck. Hier sammeln wir die Blüten auf jeden Fall ein. Wir müssen hier mal hoch, damit wir hier hinziehen können. Mal gucken, was jetzt rauskommt. Eine Uhr wäre okay. Ist auch okay. Eine Klinge. Die ziehen wir hier hoch wieder. Merchen die beiden. Dann kommen wir wieder auf die Außenbahn mit dem Portal Keeper. Dann passt das auf jeden Fall. Die nächste Uhr am Start. Immer schön die Blüten versuchen aktiv zu halten. Auf dieser Bahn am besten. Ich bleibe ja immer eigentlich auf diesen Kreuzwegen, damit wir uns hier nicht so viel wegnehmen gegenseitig. Müssen wir hier mal ein bisschen merchen. Jetzt steht hier eigentlich nur noch der im Weg sozusagen. Wenn wir den jetzt hier hochziehen, dann haben wir jetzt erstmal alle auf diesen Außenbahnen. Das ist ganz okay. So, hier zack. Mal gucken, was hier rauskommt. Ich würde gerade sagen, eine Raid wäre ganz gut. Dann könnten wir nämlich gleich mal auf 3 gehen. Können wir den hier auf 3 machen und den Portal Keeper auf 3. Dann passt das. Sehr schön. Jetzt haben wir natürlich kein Zweier mehr, ne? Kein Zweier Portal Keeper mehr. Dann müssen wir den hier auf 2 machen. So, was kriegen wir hier raus? Noch eine Klinge. Die wir eigentlich nicht unbedingt brauchen. Aber wir können hier hochmerchen. Dann ziehen wir die hier hoch. Und die Uhr da drunter. Komm, wir aktivieren mal die Uhr hier mit hoch. So. Sehr schön. Hier nicht vergessen, es zu aktivieren. Machen wir ein Dreier draus nochmal. Sieht doch schon ganz solide aus. Eine Dreieruhr würde ich aber auch noch nehmen. Um den Mönch dann später vielleicht ein bisschen in Bedrängnis zu bekommen. So, verbesserte Beschwörung, es passt. Da können wir den nächsten Dreier draus machen. Haben wir erstmal eine solide Aufstellung. Ach, schade. Wenn wir die jetzt auf den Außenrand ziehen, den kriegen wir nie wieder raus, den Portal Keeper. Höchstens, wenn wir noch einen Zweier Klingentänzer kriegen, kriegen wir nicht.
Oh, gleich die verbesserte Beschwörung, die wird es gleich entscheiden jetzt. Was da Schönes rauskommt. Ich lasse den jetzt hier erstmal auf der Außenbahn stehen, sozusagen. Okay. Uhr auf 4, let's go. Könnten wir einen zweiten Dreier draus machen, theoretisch. Wir warten mal kurz ab, was die nächste verbesserte Beschwörung sagt. Okay. Das passt nämlich. Zack. Dann kriegen wir nämlich jetzt auch wieder raus, tatsächlich. Wenn wir den hier hinziehen und den Dreier dann wieder nach drin packen. Sehr schön. So klappt das. Ich würde aber sagen, wir machen hier auch noch einen Dreier draus. Wir haben nicht jetzt zu viele Dreier-Einheiten. Das sieht ganz gut aus. Boah, Beschwörer, komm. Dann machen wir uns eine 5er Uhr, warum nicht? Warum nicht? Eine 2er Uhr, was kommt hier raus? Oh, ich wollte gerade sagen, haben wir vielleicht Glück? Leider nicht. Noch eine 3er Klinge wäre echt nice gewesen. Na, guck mal, die Uhren tun langsam ihren Job, würde ich mal sagen. So, dann ziehen wir den hier. Den. Gucken, was kriegen wir hier? Ja, komm. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kriegen wir noch eine Drayed. Passt aber. Danke. Wünsche ich dir auch. Nicht verzagen. Nächste Runde geht's weiter. Na gut, noch haben wir nicht gewonnen. Nicht zu früh freuen. So, verbesserte Umwandlung gibt uns jetzt noch mal einen Raid, hoffentlich. Nö. Aber den hier. Können wir notfalls hier merchen. Komm, Uhr an. Ah, ist noch nicht durch. Guck mal, guck mal, guck mal, wie knapp das jetzt wird hier. Eieiei. Eieiei. Zu früh gefreut? Knappe Geschichte jetzt hier auf jeden Fall. Wir können hier einen Vierer draus machen und den hier drüber aktivieren, über den daneben. Vielleicht bringt es uns was. Es wird jetzt hier echt wirklich. Fotofinish gleich. Eieiei. Haben wir verkackt? Haben wir jetzt mit Glück gehabt mit dem Boss, aber der nächste Boss kann bitter werden. Aber ich glaube, die nächste Wave überstehen wir gar nicht. Die Wave jetzt hier wird es schon entscheiden. Die nächste Wave wird das schon entscheiden jetzt hier. Muss jetzt auf jeden Fall die Klingen immer anlassen, sonst haben wir hier wirklich Probleme. Komm, Second Wind. Oh, löst leider nicht aus. Nee, das Ding verlieren wir tatsächlich noch. Eieiei. Schade.
Oh, krass. Na gut. Aber wir kriegen dank des Rubus-Tickets trotzdem 225 Punkte. Die nehmen wir mit. Zack, was kriegen wir hier Schönes? Naja, 50 Dinger hier nochmal. Sehr schön. So, sind wir erstmal durch für heute. Ein paar Punkte gemacht. Was haben wir hier nochmal? Nochmal 1250 Gold. Das nehmen wir mit. Vielleicht noch irgendeine Quest erledigt. Sieht gut aus. Gleich wieder mehrere. Ellenfragmente haben wir bekommen. Passt, das passt, das passt. So, sehr schön. Hier kriegen wir nochmal eine unbedeutende Kiste und noch eine. Nehmen wir trotzdem mit. Und dementsprechend, ja, sind wir erstmal durch für heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wie immer. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Haltet durch die Woche. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr vom Demon Hunter haltet, ne? Oder zockt ihr den Haut drauf? Nochmal zur Fraktion der Woche. Was ist da euer Favorit? Lasst es mich wissen. Ansonsten sehen wir uns morgen 18 Uhr wieder, wenn ihr möchtet. Bis dahin, bleibt gesund, haut rein und ciao, ciao.